bin sehr. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich bin ja immer noch im Nicht-Trinken-Monat. Aber. Nächste Woche kannst du schon wieder. Nicht nächste Woche, morgen. 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 Und morgen haben wir direkt ein Bier-Tasting. Ich wollte dich zum Essen einladen. Danke. Ja, das ist voll lieb, weil. Also, ich hatte ja gerade bis jetzt Shooting und habe mega Hunger. Deswegen kann man beides wieder miteinander verbinden. Ein Trick, ich habe es sogar diesmal geschafft, ohne diese Coupon-App den Deal zu bekommen. Die Studenten-App. Das ist keine Studenten-App, die kannst du dir auch holen. Ich kenne nur Studenten, die beim Burger King mit so einer App kommen. Ja, weil sie. Also ist das Plant-Based? Das ist der Plant-Based, ja. Krass. Okay. Ja. Ja, und der Tick, also das Kombi-Angebot, das kostet, ich glaube, 10er oder so. Mhm. Und 620 ist der Geheimcoach, den muss man einfach sagen. Okay. Wie war deine Woche? Mega gut. Viele Jobs, unter anderem war wieder beim Basketball, habe da dokumentiert den richtig krassen Sieg. Jetzt eben habe ich gerade hier im Studio The Merch auch für die gleiche Mannschaft fotografiert, also dann die Hoodies. Genau, Hoodies, Shirts, Mützen, Klamotten, Mousepads etc. Das habe ich gerade gemacht und es war jetzt mein zweites Shooting hier im Studio. Also ich liege noch, also ich sag mal so, du führst noch, glaube 6-2 jetzt alleine. Du hast schon 6 Shootings. Und es war heute mein zweites und heute ist Mittwoch. Ja. Heute ist Mittwoch und auf jeden Nein, Fall. Nein, Quatsch, heute ist Dienstag. Dienstag, okay. Ja. Heute ist Dienstag und am Sonntag hatte ich mein erstes Shooting hier drin. War mega cool, hat mega Spaß gemacht. Was hast du geshootet? Quasi für eine, die macht so Design, Grußkarten etc. Und die hat halt für ihre Webpräsenz, ihre Homepage sozusagen, hat sie Bilder gebraucht und ja, habe hier mit den Vorhängen gespielt und so. Das war ganz cool und ich merke einfach, wie viele Möglichkeiten ich habe und erst einmal mich so ein bisschen hier rantaschen muss und einfinden muss. Ja. Ja, war mega cool und heute nochmal, ich lieb's. Eben war auch gerade noch eine Besichtigung für jemanden, der auch hier das als Mietstudio nutzen will. Dem hat's auch gut gefallen, so. Und ja, wir müssen erzählen kurz, wo wir sind, weil wir sind jetzt das zweite Mal hier. Normalerweise sind wir im Herdeckland. Aber jetzt sind wir im Studio Porta Sul. Da sieht man die schöne blaue Tür. Heute sieht man sie mal. Genau. Und war ja spontan, wirst du heute aufzeichnen. Genau. Deswegen auch das mit dem Essen. Übrigens, überleg mir gerade, wie man das mit dem Pommes hier irgendwie sinnvoll gestalten kann. Stimmt eigentlich noch. Das ist noch richtig viel. Das Bier passt übrigens, hätte ich zu Burger. Ja, das super. Das macht sich da gut. Hier, guck mal, ich stelle die Pommes dahin. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade momentan jeden Tag Shooting. Also jetzt ist da heute Dienstag und bis Sonntag jeden Tag gerade ein Shooting gebucht. Ja. Ja, und freue mich gerade voll. Super. Was ging bei dir? Ich hatte das krasseste Wochenende überhaupt. Das war viel zu viel. Also wirklich viel zu viel. Danach war auch Game Over. Selina hatte doch dieses Hochzeitsshooting geplant, um ihr Portfolio aufzubauen für Hochzeitsshootings. Das heißt, 3 Models, 2 Locations, Make-up-Artist, alles. Also sie hat komplettes Buffet-Catering. Ich war ja eigentlich nur angedacht zum Licht-Setup machen. Naja, auf jeden Fall. Dann hat sie die eine Location gehört zu einer Gruppe, die verwalten verschiedene Locations. Und die hat uns dann noch angefragt, ob wir nicht am Samstag, ob wir das Gleiche nicht nochmal machen wollen, für nochmal 2 Locations mit denen. Dann hatte ich natürlich noch so ein freies Shooting zwischendrin. Und dann am Sonntag noch ein Familienshooting. Ich war einfach nur fertig. Ich glaube es. Vor allem das, was du angesprochen hast mit Selina, ich habe das ja auf Instagram verfolgt und gesehen, das war ja geisteskrank. Also was ihr da aufgezogen habt, in sehr kurzen Zeit, ist total krass. Hast du aber auch da irgendwie ein Learning schon ziehen können bei dem ganzen Tumult? Also war es too much, bräuchte man mehr Leute, so mehr Zeit oder whatever? Nee, ich muss ehrlicherweise sagen, es war fucking anstrengend, klar. Aber die Selina hat alles von Anfang an so krass durchgeplant. Also wir hatten Schriftstücke für Abläufe, wir hatten die einzelnen Locations. Es war eigentlich sehr, es war ultra gut geplant. Okay. Deswegen, tatsächlich muss ich sagen, das war
nicht das Problem, es war einfach das, was anstrengend war. Es war fucking 2 Grad warm. Ja. Das war ein bisschen nervig. Ich glaube, ihr wart auch noch in so einer Scheune oder so eine Pferdekoppel, ne? Da muss ja kalt gewesen sein. Wir konnten alle paar Minuten eigentlich wieder reingehen zum Aufwärmen. Mhm. Viel, viel, viel zu kalt. Aber die anderen Locations, boah, ein Traum. Diese Rooftop-Bar dort in Heidelberg, genau in der Innenstadt. Und dann noch das Neo, dieses Sushi-Fusion-Kitchen-Ding. Alter, das sieht so geil aus. Freue mich auf die Fotos, bin gespannt. Ich habe ja Video gemacht. Ja. Cool. Okay. Moment. Ich soll einfach mal random ein paar Bilder einblenden. Entschuldigung. Achso. Dann gehen wir schmatzen, dass die Leute sich nicht langweilen. Okay, also dann essen wir jetzt einen guten Burger und dann zeigen wir hier ein paar von den Hochzeitsfotos. Genau. Die laufen schon parallel. Okay. Ah, die laufen schon. Hier ist so. Ja. Selina, hier? Ja, überall. Mhm. Die laufen schon die ganze Zeit. Aber gut. Ja, was geht schon? Was geht ab? Aber das ist ein schönes Foto. Scheiße, wer muss die einblenden? Natürlich ich. Ja. Hier ist doch Pommes. Warte mal, ich muss das mit den Pommes irgendwie schlau gestalten. So, das reicht jetzt auch mit den Fotos, oder? Voll. Okay. Ich wollte dich fragen, was wir sonst immer gemacht haben. Mhm. Das Gear of the Week. Ja. Haben wir jetzt länger irgendwie nicht mehr gemacht, sind wir nicht dazugekommen. Aber hast du ein Gear of the Week diese Woche? Ja, ich habe Gear of the Week. Und zwar, worauf freust du dich so? Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich freue mich voll, weil es heute geliefert wird. Andrea hat mir gerade eben eine Nachricht geschrieben. Ah, oh mein Gott. Es ist geliefert worden und wir haben uns ja heute Abend zum Taco-Essen verabredet. Aber ich sage euch schon, ich beschäftige mich nicht so viel mit euch. Okay, und ich bin auch, wo ich heute ins Studio hergefahren bin, so richtig wie so ein Opfer. Weil ich muss heute geliefert. Und ich gehe aus dem Haus, fahre hierher und sehe an der einen Ecke ein DHL-Auto stehen. Ich sage, oh, der geht bestimmt zu mir. Fahr hin, warte, bis der Postbote kommt. Ey, hast du was für mich? So, nee. Okay, schade. Fahr weiter, seh wieder ein DHL-Auto. Fahr, geh wieder hin. Das gleiche gefragt, will nix. Okay, scheiße. Nico, das ist richtig peinlich. Ey, pass auf, ein drittes Mal. Nein, so, grad, ich bin heute 3 DHL-Autos hinterher gefahren. Alle hatten es nicht. Und ich so, oh fuck, schon ein bisschen enttäuscht. Ja, auf jeden Fall, eben wie gesagt, schreibt gerade Andrea. Es ist da und freue mich tierisch. Ja, jetzt sag doch mal, was ist das? Und zwar, ja, sorry. Ich habe jetzt von DJI die Avatar bestellt. Also eine FPV. Ei-Drohne. Und also das volle Kombo-Paket habe ich auch wieder mal gemerkt, was für ein Opfer ich bin. Also ich habe diese Google 2, die neueste Brille, mit diesem Motion-Controller. Ja. Und das Besondere an dieser Drohne ist ja so eine Cinema-Drohne, glaube ich, sagt man. Also wo auch extra dafür gemacht ist. Also keine klassische Racing-Drohne, wo so krasse Manöver kann man auch. Aber die hat jetzt nicht so den krassen Topspeed wie das Vergleichsmodell. Aber das Geile ist, die hat halt drumherum solche Bumper. Die ist auch mini klein, also die ist so Größe von einem Handy, sage ich mal. Plus also die Motoren drumherum plus den Bumper. Und du kannst halt durch jedes Studio, durch jedes Interieur das fliegen. Das muss man hier mal machen. Auch das Menschen. Ist ja krass. Ja, also und auch unter anderem hier. Also mein Verwendungszweck, ich mache jetzt ja in Zukunft oder dieses Jahr primär verstärkt viel mit urbaner Kunst, mit Street-Kunst, sozusagen. Gerade übers Metropoling und sowas. Übers Metropoling, da ist es halt richtig geil. Und wir auch gemeinsam haben ja dieses Jahr, ich will es noch nicht zu viel verraten, aber wir haben dieses Jahr sehr viel im Automobilbereich zu tun. Ja, stimmt. Und da will ich halt quasi als Add-ons für die ganzen Filmfrequenzen auch irgendwie geil im Auto hinterherfahren und auch mal durchs Auto durchfliegen, weil so Fenster auf und andere Seite raus während der Fahrt. Und ja, ich muss mich ja gut versichern. Ja. Muss dazu sagen, ich habe jetzt letzte Zeit... Ja, darf ich deine Drohnen-Story so mal kurz zusammenfassen? Ja, geil. Also, ich überlege gerade, an wie viele Drohnen ich weiß, die du gecrashed hast in der letzten Zeit. Mhm. Also, eine auf der Hochzeit gecrashed. Genau. Gegen irgendeinen Baum oder so. Mhm. Dann ins Wasser abgestürzt. Genau, also die eine Hochzeit war im Wald, auf so einer Klippe. Da bin ich gegen Baum während der Zeremonie. Während der Zeremonie. Ja, und das Witzige ist, das war ja auch, also der Baum war, also es war im Schwarzwald, es war richtig so im krassen Abhang.
Und ich habe die schon verabschiedet, weil die war halt an der Baumkrone da, ne? Und ich wollte schon heulen. Und, aber ich musste mit dem Brautpaar zum Shooting gehen. So, alles klar, Drohne, tschüss. Und es war, damals habe ich mir die Mavic 2 gekauft. Das war mein erster Flug ever. Dein erster Flug? Mit der Mavic 2. Also ich hatte vorher schon die 1er, ja, aber da, so. Also mit der neuen damals, den ersten Flug und direkt gecrashed und blablabla. Und voll peinlich, aber habe es mir halt nicht anmängeln lassen. Und dann, aber das Witzige ist, ich gehe mit dem Brautpaar shooten. Ich sage, habe es schon verabschiedet, tschüss, Drohne, tritt. Und kommt an der Location dann später mit dem Brautpaar an. Auf einmal steht die Drohne da. Und also irgendein Onkel war, also ich glaube, der ist mit MacGyver verwandt oder so. Und zwar, der hat irgendwie eine Sektflasche genommen in Leere, hat diese Gelampen, das Tüll so ja, abgemacht, ja. Hat es an die Sektflasche gebunden, hat es irgendwie so hoch, hat es irgendwie um den Ast und hat so irgendwie das rangezogen, die Drohne gepackt, gekriegt. Aber das Krasse ist, das war halt so eine Klippe und er hat sich irgendwie nach vorne und das war für den so ein Stress trotzdem. Ich habe ihn nicht gefragt, ja, aber das war für den so ein Stress, dass er den ganzen Tag nicht mehr in der Hochzeit dabei sein konnte, weil er so krass Kreislaufprobleme bekommen hat und so. Ach, aber meine Drohne. Und jetzt pass auf, das ist das Geilste, die Drohne wieder da und so. Und okay, jetzt machen wir das Gruppenfoto. Okay, ich will die Drohne aktivieren. Flieg hoch, mach das Gruppenfoto, lande die Drohne, werde nochmal kurz angesprochen. Ah, kannst du noch hier ein Foto machen? Und ich schaue gerade so mit einem Auge auf die Drohne. Auf einmal sehe ich, wie der Hund hinrennt und einfach so Bein hebt und gegenpinkelt. Total krass. Mein erster Tag wieder Mavic 2. Ja. Ist sie am Arsch? Ja, damals ging sie da noch. Das hat sie alles überlebt. Aber okay. Ja, dann habe ich sie gecrashed. Mhm. Ich war ja, also der letzte große Crash, wo sie komplett Schaden hatte, war ja, wir waren ja auf dem SAP-Gelände fliegen. Also ja. Ich war angemeldet, aber zum Fotografieren und dann spontan gesagt, ey komm, wir fliegen noch. Und wer das nicht kennt, SAP... Also in Deutschland kennt man eigentlich SAP, wir waren direkt am Headquarter. Unser größter Tech-Konzern in Deutschland. Genau, so kann man das grob sagen. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das ist so. Oder? Ja, schon ein Big Player, auf jeden Fall. Und da zu fliegen, ist ja zu ungefähr Sicherheitsskala. Ne, ich würde sagen, weißes Haus. Und wir halt hoch und ich irgendwie so ein riesengroßes, ich weiß nicht wieso, ich habe da halt auch so eine Statue übersehen, die 30, 40 Meter groß ist. Und ich bin halt einfach rückwärts geflogen und dran und bam. Und ja, da schnell. Aber die war am Arsch. Die war komplett tot. Die hat es komplett zerlegt. Das ist auf, wirklich von 30 Meter Höhe irgendwie auf den Steinboden geknallt. Die hat gar nichts überlegt. Die hat es komplett am Arsch. Aber wie gesagt, ich konnte den Schock gar nicht verkraften. Also mir ging es eher darum, so, ey, fuck, mir kommt gleich ein Knast. Also ja, schnell alles zusammengepackt und gehauen. Ja. Und dann noch. Und dann habe ich eine neue gekriegt. Genau. Und die habe ich dann auf der Hochzeit gecrashed und so weiter und so fort. Also drei Drohnen hast du genau, schon. Genau, die ist ins Wasser abgestürzt, die letzte. Ja. Aber ja, die ist da auch immer noch im Wasser, oder? Ja, klar. Also das war über unserem See. Ich war kurz davor, in der Hochzeit mich auszuziehen und da ins Wasser zu gehen, die holen. Aber da habe ich gemerkt, okay, wenn die jetzt im Wasser ist, dann ist die Ich habe gesehen, es gibt so, also ich habe von Drohnen echt gar keine Ahnung, aber ich habe so ein Video gesehen, dass es so Rescue-Kits gibt. Dass wenn die im Wasser aufsteht, dass sie nach oben zieht oder sowas. Vielleicht solltest du dir sowas mal überlegen. Mhm. Ja. Ja, und aber dann hast du dir einfach gedacht, ich habe jetzt schon drei Drohnen verlegt, da kaufe ich mir gleich noch. Also, ja, ist noch schwieriger. Und ich habe voll Bock, will ich. Ja, ich meine, dich reizt ja jede Herausforderung immer, habe ich das Gefühl. Und ja, mal schauen, was da bald alles kommt. Ja, Wahnsinn. klingt sehr interessant. Und wo planst du die das erste Mal zu fliegen? Ich glaube, hier in der Commissary, also hier im Studio. Indoor. Ja, ich fange gleich Indoor an. Ja. Will es dann so 2-3 Wochen intensiv üben, dass ich es gut kann. Und dann will ich es für die Jobs mit den Autos dann anwenden. Und mal schauen, was alles noch so passiert. Funny. Ach, übrigens, habe ich vorhin was gelesen. Zum Thema steile These. Zum Thema steile These. Mhm. Ich drehe ab. Und zwar, warte, ich möchte es nicht, ich habe extra einen Screenshot gemacht, ich möchte das nicht falsch sagen. Also, pass auf. Und zwar, wir hatten ja oftmals das Gespräch, dass die 7C, die ich ja mal hatte von Sony, so eine geile Kamera war. Die war so schön, die war so handlich, die war einfach, hat alles eigentlich gepasst, ne? Und wenn die jetzt einen Nachfolger hätte, der zeitgemäß wäre und alles. Jetzt gehe ich heute auf Sony Rumors, Quatsch, man muss ja sagen, was mich an der so gestört hat, warum ich die auch verkauft habe. Das war ja nicht mal der Sensor und alles, das war alles eigentlich gepasst. Auf der Hand, ja. Alter, dieser Viewfinder war, also wenn du so ein Ü-Ei, da ein Viewfinder drin wäre, wäre der bessere Qualität wie dieser Sony Viewfinder. Jetzt gehe ich heute auf Sony Rumors und gucke mal so, was geht so. Und so sehe die Überschrift, oh, 7C Nachfolger. Ich denke, geil,
Hammer, Hammer. Jetzt warte. Bla bla bla, we can expect 7C2 next year, bla bla bla. Und jetzt lese ich, die haben das rausbekommen, weil die haben die increased the production for EVFs, also for electronic viewfinders, ja. Die aber nur in der Mark 1 benutzt worden sind. Das bedeutet, also Rumors, daraus schließen die, dass die 7C2 auf den Markt kommen soll und im Endeffekt eine 7-4 wird, also vom Interieur, und den Viewfinder von der 1 hat. So ein Quatsch. Ey, die haben nichts, wenn das stimmt, dann haben sie nichts gelernt. Das wäre Katastrophe. Ich meine, was heißt da gleich? Es können vielleicht gleiche Größe oder sowas sein, aber irgendwie bessere Auflösung, bessere Erkennbarkeit. Weil ich glaube, was ja Sony immer gemacht hat, hat ja auch immer ein bisschen so auf die Kunden gehört und die Kritik, so meiner Wahrnehmung. Schon, aber die, keiner kann auch jetzt gesagt haben, ey, Applaus, Weltklasse, Viewfinder, der ist toll, mach ihn nochmal. Kannst du mir das erzählen? Alter, da steht ja, dass es genau der ist von der 7C Mark I. Also das wirklich, dieses Ding hatte also das hat mir Adrian ja im Vorhinein schon gesagt, der ja bei Sony gearbeitet hat, gesagt, so, hey, hol dir den nicht. Die ist alles an der ist cool, aber der Viewfinder, du kannst ihn so vergessen, dass du ihn nicht benutzen kannst. Ich sage, ach Quatsch, so schlimm kann es nicht sein. Hab die Kamera gekauft und der ist schlimmer. Ja, oder man tapet sich einfach zu und akzeptiert, dass es einfach eine Kamera ist und eine Viewfinder, aber einen geilen kleinen Kontakt und einfach das ist ein Display. Aber ich fotografiere so. Also, ja, macht mir ja schon lieber klar. Ja. Alter, also bin gespannt. Und der war ja auch so ein Zentimeter breit gefühlt und der hat, also ich meine, zum Beispiel bei der 7C, das ist ja oben und hat ja so einen leichten, so wie so ein, keine Ahnung, weißt du, was ich meine, drumherum, dass Licht nicht so reinkommt. Ja, ja. Aber der bei der 7C war sogar noch vorne, also wenn so ein bisschen Licht von der Seite, hast du gar nichts mehr gesehen. Und vor allem, du hast ja immer manuell fokussiert, also über Peaking, genau. Da war immer alles rot, also egal was. So, also ein Scheißding. Also wenn das stimmt, ich hab ja schon mal gesagt hier, dass wenn die 7C2 rauskommt, das ist meine Traumkamera, dann verkaufe ich meine 7-4. Aber wenn der Viewfinder gleich bleibt, nee, ciao Sony. Mancha. Okay. Gut, machen wir es zu für heute. Reicht für heute. Gehen wir Tacos dann essen. Tacos, here we go. Und ich meine Drohne fliegen. Fliegst du jetzt noch? Hey, also, ey, mir fehlt nochmal eine Drohnen-Story von dir ein. Was? Wo du diesen Praktikanten hattest und dann seid ihr vor die Haustüre gegangen, weil du ihm mal zeigen wolltest, einfach nur, er hat gefragt, ob ihr Drohne fliegen könnt oder so. Und dann hat euch irgendein Nachbar verpfiffen, weil ihr in der Innenstadt hochgeflogen seid, dass die Polizei gekommen ist. Ja, aber es ist ja nicht nur, dass die Polizei kam. aus unerwarteten Gründen ging der Controller leer. So. Ach so. Der Controller, also es kam A, der Controller war blind und die Drohne war schon irgendwo über der Stadt. Der Controller war leer. Okay, was macht man jetzt? Ich renne nach Hause, hol eine Powerbank, um wieder irgendwie den Controller zu aktivieren. Ja. Und bis ich zurück war, war schon die Polizei da. So, weil irgendein Nachbar sich gestört gefühlt hat. Ja, du solltest dir, glaube ich, mal ein paar Tipps vom Paul Michael holen. Oh ja, den laden wir mal. Vielleicht rufen wir den mal an und dass der mal hierher kommt, weil was der mit seinem Drohnen... Ach, kannst du mir sagen, der hat auch irgendwie Immunität von der Stadt. Kannst du dir erzählen, was gesagt, du willst? Ich habe ihn schon mal darauf angesprochen und er sagt nichts dazu. Also er gibt da kein Wort drauf. Also er sagt weder ja oder nein, ob er darf oder nicht. Also wir blenden ihn mal hier bei Instagram ein. Ja. Müsst ihr euch anschauen. Also super Typ. Und das ist so ein Neuseeländer, der in Heidelberg lebt und der die krassesten Drohnenaufnahmen der Stadt macht. Also Shoutout. Ja. Aber das ist halt so hoch illegal. Und ich fliege einfach mal, weil es mein Praktikant sein will, kommt dafür schon fast in den Knast. Also naja. Gut. Schließen wir damit ab und freue mich schon aufs nächste Mal. Danke dir. Bis bald.